Pet, hey! Verpiss dich von meinem Schiff, Petrit. Ey, Petrit, das geht zu weit, das geht zu weit, das geht zu weit. Okay, Petrit, das war's mit deiner Kloschüssel. Auf Wiedersehen. Nein, hör! Heute alles ein bisschen schneller, alles ein bisschen spontaner, auch alles so. Ich würde sagen, Leute, wir grinden mal ganz kurz hoch. Du brauchst Reef, klär der Reef. Ist Reef denn online, ist die Frage. Ja, Leute, Reef wird auf jeden Fall geklärt. Nice. Ey, wir haben gestern krank am Haus gegrindet, so ist nicht. Wir haben hier echt einiges gemacht, Mann. Wir haben hier die ganzen Türme so ein bisschen mit Dächern verziert und so. Und ich würde jetzt hier unten einfach weiter grinden. Ich habe gestern hier mit dem Ding hier angefangen. Würde gern hier, glaube ich, mal die Treppe runter machen, die Romatra so elendig hingeschissen hat, Alter. Das war wirklich eine Unverschämtheit, Mann. Das war mit Abstand die hässlichste Treppe, die ich jemals gesehen habe. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Romatra sich da rückwirkend für extrem beschämen sollte. Ich finde es strong, obwohl ich den Stream nicht großartig angekündigt habe, dass wir direkt wieder 4K sind, Leute. Das spricht auf jeden Fall für meine Community hier. Kuss geht raus an der Stelle. Das mit Reef war gestern maximal geil. Ich kann noch mal ganz kurz gucken, ob Antonia heute schon da ist, Alter. Ich würde nämlich gerne noch mal mit ihr rein fashion, Alter. Antonia, meine Güteste, wie geht es dir heute? Ich würde gerne fashion mit dir. So sei es. Komm herbei. Perfekt, die wird sich auf jeden Fall freuen. Nö. Ich habe ein bisschen Sorge, dass Petrit eventuell ausrasten könnte bezüglich Antonia gestern. Ja, was soll ich sagen? Deshalb müssen wir uns eventuell mit TNT eindecken. Ja, auf jeden Fall brauchen wir dann eine Geburtenzange, um das Baby rauszuholen. Und nein, ein Joke. Och nein, hey, bitte. Kevin, das war ein Joke, Alter. Du bist morgen bei der Geburt nur kurz dabei. Alles entspannt. Wir machen die Geburt morgen. In meinem Chat gestern, Junge, die Leute alle so, boah, bitte, Kevin, mute dich. Es ist einfach cringe, schreien die alle. Die haben übelst Stress geschoben. Kevin, das ist egal. Ich brauche TNT, Jungs. Ich habe ein bisschen Sorge, dass Petrit später eventuell, ja. Och nein, bitte nicht wieder Stress. Nee. Er hat mir nur halt per WhatsApp angedroht, dass er mich heute vernichten möchte. Och nein. So, und deshalb, ich bin auch wieder. Wir wollten Eisenfarm bauen. Ja, ich fühle das voll, aber kann ich ein bisschen TNT haben so? Ganz kurze Frage, sollte ich jetzt Ärger haben? Wollt ihr da, also, als Handelsallianz stehen wir Rücken an Rücken, oder? Das ist klar. Ja, tun wir schon, ja. Also ich sag mal so, Basti und ich, wir wären bereit, dir zu helfen, Revi. Ja? Ja? Mhm. Allerdings ja. Musst du uns hoch und heilig versprechen, dass der Ärger nicht von dir ausgehen wird. Nee. Wenn Petrit jetzt von sich aus Ärger macht, dann mischen wir uns ein, Basti. Ja. Okay. Er schreibt, was sollten das gestern, der Sommer-Test kommen, Alter. Einfach mal entspannen hier, der gute, ne? Also, scheint wieder die Gefühle hochgekocht zu sein bei ihm. Naja, ich kann's verstehen. Ist mehrfach einen Korb bekommen von seiner Herzensdame Reef. Das ist natürlich auch nicht einfach. Aber ja, wenn man halt so hässlich ist, wenn man so aussieht, dann, hab ich mich versprochen, nicht hässlich. Anders, also, Reef, die will einfach, also Pet, also, ist nicht ihr Typ. So, das haben wir jetzt politisch korrekt ausgedrückt, glaube ich. Mach mal ganz entspannt, hoffentlich schreit jetzt nicht rum, Alter. Mal gucken hier, Chat. Mach mal ganz ruhig, mach mal eine ganz ruhige Nummer draus. Jo, Revi, was geht? Hey, Petrit, mein Gutes da. Ey, sollen wir einen Squad-Stream machen? Hey, einen Squad-Stream? Ja, Alter, das gut, du bist schon mal raus. Ja, mit dir nicht, Petrit, Alter. Ey, warum nicht? Ey, ich hab mit der gestern noch geredet, ne? Ja. Yeah. Petrit, guck mal, das Ding ist, du gehst halt immer auf diese emotionale Ebene, weißt du? Du weißt schon die ganze Zeit. Du gehst jetzt einfach dazwischen, Alter. Ich finde das nicht fair so, weißt du? Hä? Du hast dich für mich entschieden, du musst jetzt wie ein Mann nehmen einfach. Also irgendwie klingt das so, als wenn Reef auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Irgendwie bei Revi, Romatra und Petrit. Moment, Romatra, Reef und ich haben eine Dreiecksbeziehung. Das ist das Erste. Wir hatten zu dritt den Fesch und es war nice. Nee, Bro. Sowas ohne Hochzeit gibt's bei mir nicht. Ja, okay, Zwangsheirat. Sie hat gesagt, du bist ihr Stalker, Alter. Du schläfst einfach bei der im Bett. Sie will gar nicht, dass du da bist. Sie hat das Bett von mir selber genommen und da platziert neben sich. Petrit, das ist einfach nur ein zweites Bett. Die will nicht, dass du darin pennst. Doch, natürlich will sie. Ey, wer will nicht, dass ich mit ihr penne, Alter? Ja, alle Frauen auf der Welt? What the fuck? Petrit, du musst jetzt einfach eingestehen, dass du diese Schlacht verloren hast. Und das ist voll fein. Nein. Es gibt ja noch andere Frauen auf dem Server, oder? Die gibt's gar nicht. Echt nicht? Die einzige Frau. Tja, Petrit, dann hast du die einzige Frau auf dem Server nicht bekommen. Ist schade, ne? Das Ding ist, wir haben gestern ja nochmal geredet, so. Und es hat ein bisschen... Bro, du hast gestern einen Korb bekommen, haben alle mir im Chat geschrieben. Ich hab mit Reef mehr Gemeinsamkeiten als du. Und jetzt kommen wir nicht mit Gegensätze ziehen sich an. Junge, Alter, das hat jetzt gesessen, Revi. Gemeinsam. Boah, ich will nichts sagen, Alter, aber das hätte mir echt nicht gefallen. Abgesehen davon, Revi, bist du Road to 30, Alter. Du bist viel zu alt für sie. Bro, Reef braucht einen erfahrenen Mann. Weißt du, was ich meine? Der braucht keinen Jüngling, der noch nie gebumst hat. Petrit. Ich hab Gefahr genug, Alter. Petrit, du bist regelmäßiger Bordellgänger. Weißt Reef das? Halt dein Maul, Alter.
Ja, soll ich sie erzählen? Soll ich dir erzählen, Patrick? Ja, gleich. Okay. Hat damit kein Problem. Also ich sag's mal so, Patrick, du hast einfach verloren. Ich habe das bessere Haus, den besseren Minecraft-Account. Das Einzige, Patrick, was du wirklich mehr Haus. Hast, ey. Sieht auch deutlich besser aus. Du hast einen riesigen Sack, mehr hast du nicht. Du hast einen riesigen Sack. Guck mal, ich habe ein überdurchschnittlich großes Glied. Ich habe wirklich einen großen... Digga, es ist einfach nur cringe gerade wieder. Wie talkst du? Ich werde mich gleich muten, wenn du weiter sowas talkst. Vielen Aspekten bin ich überlegen, Remi. Du hast halt wirklich mehr Geld als ich. So. Und das ich sehe auch deutlich besser aus. Nein, Chat, wer sieht besser aus? Chat, Bruder. Patrick. Das ist wirklich, das ist lächerlich, dass du das jetzt so, dass du das von den, also du bist sehr selbstbewusst, das musst du dir lassen, aber du kannst... Ich bin selbstbewusst. Ja, aber auf welcher Basis, Alter, du kannst ja nur verlieren. Du bist ein richtiger, du bist richtig unehrlich, du bist richtiger Lügenbaron bist du, Patrick. Würdest du sagen, so Lügenbold ist der? Der absolute Lügenbold, Alter. Warum seid ihr eigentlich alle jetzt gegen mich? Wir sind Geschäftsvereinigung. Weißt du, wie die heißen? Wir sind Farmflix. Warte, Reed hat mir gerade ein Sprachmemo gemacht. Guten Tag, lieber Revinside. Heute ist mein festfreier Tag. Oh. Da habe ich 2 in der Woche festfreie Tage, aber morgen gerne wieder. Morgen gerne den ganzen Leute, Tag. Ne? Da bin ich dann wieder bereit. Hey, ist okay, Reef, ich vermisse dich auch voll. Das wäre voll cool, wenn du morgen, dann sehen wir uns wieder. Hab dich voll gern, so, mach's gut, tschüss. Hast du auch ihre Nummer, Patrick? Nee, hab ich nicht. Ah, okay, wie kann das sein? Ja, aber guck mal, Revi hat die bekommen als Revi. Und verloren. Lost, alle in den Chat. Lost, Leute. Das ist meine Freundin. Hat nicht mal ihre Handynummer. Wahrscheinlich, Patrick. Guck mal, nee, cooles Leben ist, Patrick, aber ganz ehrlich, Bro, guck mal, du bist lost. Du hast verloren. Also zieh Leine und hör auf. Danke dafür, so. Muck nicht so auf, Revi. Was willst du machen? Komm, was willst du tun? Du hast genug, ich kann nicht genug hier ab in Game, dass du einfach keinen Bock mehr hast. Ja, dann mach das doch mal. Jetzt kommst du wieder mit Dash. Jetzt kommst du wieder auf die Tour, weißt du, so, ich in Game ab. Ja, komm. Ja, dann f*** ich halt in-game ab. So, let's go. Wie viel drückst du auf der Bank? Lächerliche 70 Kilo noch. Okay, dann kannst du wahrscheinlich Reef gerade so tragen mit Mühe und Schweiß und so, Alter. Aber willst du sagen, dass Reef 70 Kilo wiegt? Okay, das willst du nicht gerne hören. Weniger. Wenn du 70 halt doch dein Maul. Leute, ich kann nicht mehr verstehen. Ja, was ist los hier? Bitte, hallo? Antonia. Patrick hat gerade gesagt, dass du 70 Kilo wiegst, weil ich nur 70 Kilo beim Bankdrücken schaffe. Was, hier, hast du was gefunden? Hält dich einfach für fett, Antonia, Alter. What the fuck? Er hat meine Seele und mein Herz kaputt. Nein. Oh, Junge, musst du jetzt... Oh, Patrick, ist das traurig, Alter. Willst du jetzt wirklich anfangen, mein Schiff kaputt zu machen? Bau doch nur ein Schiff, Patrick. Was ist das Problem? Ich baue doch nur ein Schiff und schiff deine Traumfrau. Ist doch nicht schlimm. Reef ist nicht meine Traumfrau. Oh, das werde ich ja auch sagen. Außerdem hat Patrick gerade gesagt, dass du gar nicht seine Traumfrau bist. Ich weiß nicht, ob ich mich so, mit so jemandem treffen würde. Statement dazu? Was machst du hier, du Schwanz? Verpiss dich mal. Hau ab. Verpiss dich mal. Geh einfach. Verpiss dich, Junge. Nein. Ich mein's ernst, Digga. Verpiss dich. Weißt du jetzt, wie es geht? Hey! Verpiss dich von meinem Schiff, Patrick. Komm mir nicht so nah, ne? Was sonst? Dann spreng ich das. Patrick, verpiss dich von meinem Schiff. Verpiss dich, Alter, Patrick. Ich mein's ernst. Guck mal, wie schwach du bist. Runter von dem Schiff jetzt, Digga. Digga, ihr beiden, ne? Ihr macht einen echt verrückt hier. Tut weh, ne? Patrick, verpiss dich, ich mein's ernst. Ich mein's auch ernst, geh's. Warum treffe ich den Jungen nicht? Oh mein Gott, bist du dumm, Alter. Wahnsinnig, wie dumm du bist, Digga. Wahnsinn. Patrick, wenn du meinen Schiff sprengst, Digga, dann raste ich aus. Verpiss dich von hier. Dann rastest du halt aus. Guck, du hast die Eier nicht dafür. Du Missgeburt. Hast du es gemacht? Tut mir leid, Revi. Du hast nicht gemacht. Du hast nicht gemacht. Okay. Du hast nicht gemacht. Ja, okay, dann springe ich jetzt mal runter, bevor ich hier gleich Stimme abhauen. Du Missgeburt, du hast es gemacht. Okay, Patrick, das war's mit deiner Kloschüssel. Auf Wiedersehen. Nein, hör auf! So. Das kann man voll schnell reparieren. Ab dafür. Du hast mich gerade voll. Wiedersehen. Du hast mich gerade voll fertig gemacht. Ich hab dich nicht fertig gemacht, Bro. Du hast dich selber fertig gemacht mit deinem erbärmlichen Leben, was du führst. So, Patrick, das war's an der Stelle von deiner Toilettenschüssel, die du als Zuhause bezeichnest. Ich hab dafür 5 Stunden gebraucht. Ja, da kann ich ja nichts für, wenn du so langsam bist. Patrick, du bist einfach nur lächerlich. Einfach nur lächerlich, Alter. Deine Kloschüssel, die ist gone, ich sag's dir. Ich verteidige dich. Lächerlich bist du. Du bist lächerlich. Ich könnte es echt nicht uns sagen. Jungs, das macht mir gerade echt ein bisschen Angst bei euch beiden. Kann das sein, dass das vorm Eskalieren ist? Weiß nicht. Guck doch mal, was er jetzt macht. Wenn er jetzt Du hast deine Schüssel falsch repariert, Patrick, ne? Die ist da an der Seite einfach so eckig. Er kommt von oben, ne? Warum leuchtet das so oben bei dir? Wo ist die Ratte? Guck mal, Leute, da ist die Ratte. Hier unten ist schon einiges kaputt, Bro, ne? Ich musste gar nicht hochkommen, das kaputt zu machen. Ich hab hier unten schon gesprengt. Warum? Einfach nur so. Einfach nur so, Bro. Ich will das Totem, dass du das weg hast. So, guck. Jetzt kannst du ihn töten. Boah, du kleine Ratte, ne?
Boah, bist du eine Ratte. Das ist normal. Wie der einen Goldapfel gegessen hat. Oh mein Gott. Hab ich nicht, hab ich nicht. Mach Clip. Verpiss dich, Mann! Meine Rüstung frisst so viele Pfeile immer. Wo kämpft ihr denn? Oben oder wo? 3 Pfeile bin ich fast down. Basti, geh mal weg, Mann! Warum denn? Weil du eine Ratte bist. Ja, gib doch einfach Ruhe. Du, Mann! Warum rastest du denn so aus? Ich hab nicht mal was gesagt. Weil Basti keinen Grund hat, sich einzumischen. Doch, so. Ich will meine Ruhe haben. Wir bauen gerade Eisenbahn. Halt dein Mann, geh aus dem TS raus, Alter. Hey, wir waren vor dir hier. Raus. Also, Patrick, das finde ich jetzt auch nicht nett. Ne? Leute, was denn ehrenlos, Alter? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich kann nichts dafür, wenn sich jemand, der zu mir hält, sich einmischt. Bin ich raus, Alter. Bin ich raus. Lach. Gib mir die Sachen zurück. Hör mal auf jetzt. Aber das andere zurückgeben. Aber ich find's nicht nett, dass du das gesagt hast, Patrick. Boah, ich hab nicht mal verzauberte Sachen. Gib doch die Sachen her. Boah, gib doch einfach die Sachen her. Das sind jetzt auch meine Sachen. So. Ich weiß Bescheid. So, jetzt habe ich alle deine Rüstungsteile, ne? Jetzt gleich ist der Spaß vorbei. Patrick, ich geb die Sachen wieder, aber ich mach alle Verzauberungen runter, okay? Hör auf, Digga, die sind voll OP. Wenn du das siehst, dann fackelt alles weg. Wenn ich das mache? Wenn du das machst. Was fackelt alles weg? Ja, ich überleg's mir, was wegfackelt. Gerade wird hier gedroht, alles abzufackeln. Leute, schickt mir sofort einen Clip, wenn ihr was disenchantet. Mach so weiter. Wir befinden sich gerade am Grindstone. Meine Damen und Herren, die erste Sache wurde disenchanted. Clip, Leute, ich will das sehen. Das Schiff ist gleich weg, Digga. Also es wird wirklich so, einfach, es wird nicht mehr da sein. Okay, ich baue nur ein Schiff. Komm, Peter, wenn du mein Schiff jetzt anzünden solltest, ne? Dann wird es wahrscheinlich so kommen, dass, dass dein Turm komplett gesprengt wird. Und das wollen wir schon. Wirklich nicht, oder? Was sagst du? Mein Schiff brennt schon. Ich sehe es nicht brennen. Jetzt aber. Peter, sollte mein Schiff wirklich jetzt brennen, wenn ich da hochkomme? Dann sage ich dir jetzt eins, Alter. Dann ist dein Turm gone. Du Missgeburt, Alter. Mein komplettes Schiff, damit. Mann! Ey, Peter, das geht zu weit. Der Kampf mich nicht. Jetzt reicht's. Alles entspannt, wirklich. Ich chille. Hm? Ich chille vollkommen. Chill auch. Oh, Revit, kleine Ratte. Kleine Rat, Alter. So. Ratte de Puce, Alter. Von Stronghold. Das bist du. Gut, Patrick, jetzt ist es soweit, ne? Dein Turm war an der Stelle mal, ne? Ich akzeptiere die Hälfte sogar. Meine Damen und Herren, es erwartet Sie gleich ein ohrenbetäubender Lärm. Nein, mach ich nicht! Fass das TNT nicht an! Ja, tschüss! Bleib doch stehen in der Ecke! Bleib in der Ecke stehen, fass das TNT nicht an. Sicherheit, meine Damen und Herren. Patrick, das war's. Du übertreibst gerade voll die Lage, ne? Also, es ist halt wirklich gerade äquivalent hoch 2, aber warum äquivalent hoch 2? Weil ich es dir angekündigt habe, Digga. Kannst du nicht entscheiden. Doch, ich kann das entscheiden, weil du hast das gottverdammte Schiff, wo ich die ganze Zeit dran gesessen habe, abgebrannt einfach. Guck's dir an, die ganze Brücke von Romatra. Ich muss auch das, was von Romatra kam, muss ich. Ja, aber guck mal, das kann man. Das hier, weißt du, wie schwer das zu reparieren ist? Dankeschön. Patrick, dieser Turm ist eine Schande. Weg da! Mein ganzes Inventar. Ich werde den Samstag wieder neu aufbauen, ne? Der wird jedes Mal wieder auferstehen. Der Quittenturm wird jedes Mal auferstehen. Finger weg. Bleib da stehen. Bleib genau da stehen. Eine Sache gebe ich dir. Patrick. Okay. Bleib jetzt genau da stehen. Warum willst du mich jetzt mit. Du musst mir deine Rüstung zurückgeben, ne? Ich muss gar nichts. Du sprengst und Rüstung. Das ist nicht das Gleichgewicht. Das ist nicht hergestellt. Bleib da stehen. Oh Gott! Oh Mann! Patrick, ich hab dir deine Kisten verschont. Sei froh drum. Sei gottverdammt nochmal froh drum. Patrick, wenn du mir das nicht zusprichst, Alter, ich hab gerade einen extrem korrekten Move gemacht, Digga. Ich hab einen extrem. Du hast zwei Rüstungen. Drei Kisten werden gedroht zu sprengen. Und du hast. Eins! Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. Oh. Oh nein, es entfacht wieder einen Kampf zwischen beiden Kandidaten. Digga, du hast so viel von mir jetzt kaputt. Digga, ich hab gar nichts. Das ist gerade für mich. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute Folge 1 von Craft Attack. Ich hab gar nichts, Digga. Natürlich hast du. Guck, ich hab gesagt, du hast gesagt Hälfte. Okay, Patrick, jetzt reicht's. Jetzt dich, jetzt dich komplett in Alter. Ich nehm jetzt den Rest vom TNT und spreng dein ganzes Team. Das Drama nimmt gerade eine ganz schlimme Wendung. Time News? Ja, Herr Time News! Ach, Kevin. So, Alter. Dann noch das hier rein. Revi, aber ich krieg die nachher bitte wieder, ja? Warum? Ohne Grund. Was hast meine du Kisten bei. Revi? Deine Rüstung ist, glaube ich, erstmal weg. Ja, also, ich hab. Digga, ich hoffe dir jetzt. Ohne Witz, ne? Ich sag das jetzt ehrlich, Revi. Ich hoffe dir jetzt bewusst, was für ein Zeitaufwand das ist, den du mal eben jetzt sparst, ne? Patrick? Der Wald brennt. Guck mal dein Haus an. Ich bin aber mein Haus, du Ratte. Da ist nicht mehr viel übrig.
Nichts okay, mehr. Wir beenden jetzt das Projekt. Ich mache jetzt dein Haus jetzt auch kaputt. Nein, machst du das nicht. Das war's, Leute. Das war jetzt der letzte Stream. Du lachst jetzt, ne? Ich bin der größte Mann in diesem Projekt. Kein Head kann mich Ich bin aus Stein, aus Granit. Mal gucken, wie du aussiehst, Digga. Lächerlich. Petrit. Das Haus ist weg. Das war's mit dem Projekt. Leute, Crafting 7 war ein cooles Projekt. Crafting 7 war ein richtig geiles Projekt, aber damit jetzt ist vorbei. Ich werde alles, was. Meine Sicherungen sind geplatzt. Guck mal, Petrit, ich habe die Lava weggemacht. Weißt du was? Was denn? Ich spreng jetzt was von Basti weg. Der f***t mich so ab gerade, Mann. Nee, das hab ich nicht. Bei Basti kannst du nicht sprengen, weil das hab alles ich gebaut. Du scheißegal. Dann halt dir den Zaum, Alter. Dann halt dir den Zaum. Dann soll mal aufhören. Nee. Petrit, ist das Frieden oder nicht? Das ist ein Mistelzweig. Und jetzt müssen wir es auch unter küssen, oder? Verpiss dich, Alter. Verpiss dich. Wir haben es einmal geküsst im Realer. Wir können es einmal in Minecraft machen. Okay. Beide komplett wahnsinnig. Sogar. Guck mal, da ich jetzt entspannt bin, wo sind meine Sachen? Wo sind meine Sachen? Im Jenseits. Was heißt das? Was glaubst du, was das heißen könnte? Ich weiß es nicht, sag's mir. Weißt du, was das Jenseits bedeutet? Das in Jenseits. Der Enderkiste. Ja, schon mal. Könnte sein, ja. Könnte auch natürlich sein, dass sie wirklich im Jenseits sind und die halt weg sind, ne? Nein, ich weiß, dass du sie in die Enderkiste getan hast, Bruder. Guck mal, das Ding ist, Petrit, du hast jetzt die Möglichkeit, mir das wiederzugeben. Oder du lässt die Finger von Reef. Ja. Ich werde das sicherlich nicht machen. Ich werde weiter ein Minecraft-Date mit dir haben. Da, wo die Liebe hinfällt, mein Gutester. Wir können das jetzt alles vergessen machen. Ich gebe dir die Materialien, weißen Beton, alles wieder. Ich baue mein Boot wieder auf, die Brücke. Mhm. Du gehst hin und baust dein Haus wieder auf. Mhm. Krieg meine Sachen wieder. Mhm. Und dann schauen wir weiter, okay? Ich bin Spider-Man. Oder wir machen jetzt so weiter. Es weitet sich auf das ganze Projekt auf. Alles, was wir uns mühsam aufgebaut haben, geht kaputt. Und du musst zurück nach Kosovo. Weil du kein Geld in Deutschland verdient. Ich hab einen deutschen Pass! Nichts mehr mit Kosovo, Alter. Nee, Rewe hat Angst um sein Haus, ich weiß. Der hat richtig Eierplatten um sein Haus, weil er weiß, ich bin verrückt. Ich mach das. Ich hab nichts zu verlieren, Rewe. Da hab ich halt 10.000 Dislikes und 173 Likes. Ja, weil wir sind doch jetzt durch. Guck mal, ich hab doch aufgehört. Romatra, du hast dich an mein Mädchen rangemacht. Das, da, du bist mit dem Boot. Ich schieb das alles auf den Alkohol. Nee. Was Reef und Rewe da machen und mich dann reinziehen, ich hab mich nur das Dach gekümmert. Ich hab gedacht, ich stopp hier ein paar Löcher und dann verlege ich noch ein paar Rohre und keine Ahnung, und dann werde ich da auf immer komplett reingezogen. Ein paar Sachen habe ich in Ähnliches, aber ein paar Sachen habe ich in Lava geschmissen. Okay, dann muss ich den Rest dann in deinem Haus leider doch kaputt machen. Nein, machst du nicht, Rewe. Doch, muss ich dann. Muss ich ja wohl. Petrit, hol die Sachen raus. Komm, gib her. Gib mir mal einen Scheiß zurück. Okay, gut, Petrit, dann mache ich weiter mit deinem Haus. Hör auf. Nee. Ich geb dir die Sachen, wenn du mir versprichst, dass du die Finger von Reef lässt. Einfach, das musst du mir versprechen. Sag einfach, ich lasse die Finger von Reef und dann gebe ich dir sogar Bonus-Sachen dazu. Das geht so leicht nicht. Das sind ziemlich eckige Herzen im Spiel. Minecraft-Gefühle, Petrit, du weißt, wie das ist. Ja, aber das kriegst du doch hin. Nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, wirklich nicht. Ich glaube, ich muss dir echt alles wegnehmen, Alter. Nein! Ich glaube, ich lasse dein Ender-Chest-Inventar clearen und gut ist. Du willst halt nur Minecraft-Liebe, ich will reale Liebe. Und dadurch, dass du mit der Minecraft-Girl verwendest, beeinflusst du die. Guck mal, ich mache hier immer weiter. Ja, hör auf! Bist du so eifersüchtig? Nein, ich will einfach nur meine Sachen zurück. Kriegst du nicht. Warte, sie hat mir gerade noch ein Memo geschickt. Ich bin jeden Tag aufs Neue wieder enttäuscht von Petrit. Aber ich weiß auch, warum das ist. Weil der hat nämlich die Videos gesehen vom Fesch mit Romatra. Und da wäre jeder eifersüchtig. Also jeder. Wer würde nicht gerne mal mit Lachs eingeschmiert werden? Ich muss dich leider blockieren. Kurzzeitig. Aber kurzzeitig dann krieg ich meine Sachen permanent zurück. Permanent. Nee, du hast gesagt, so ist grad, okay. Gut. Nee. Dann spreng ich weiter. Was labert ihr? Was für ein Lachs, Alter. Oh, Petrit, Roman hat sie richtig durchgenommen, wirklich. Und du bist richtig raus. Hör auf, ey! Du Red, Alter. Hört doch auf, jetzt reicht. Petrit, gib mir meine Sachen zurück, ich höre auf. Ja. Ich war gestern in der fucking Shisha-Bar, hab dich angerufen, hab geschrien, lass die Finger von dir, alle haben mich da angeguckt, als hätte ich irgendwie Beziehungsstreit und du hast mich einfach ignoriert. Digga, weißt du, wie unangenehm das war? Alle haben mich angeguckt, ich so, Revi, lass die Finger von dir und er ignoriert mich einfach. Es ist halt nur Minecraft und du bist halt so getriggert, weißt du, was ich meine? Das ist halt echt dumm. Es ist nicht nur Minecraft, ich flieg nach Madeira zu dir. Was für ein Mann ich bin, ich hab mich blamiert am Telefon nur für sie. Warum hast du so viel Lava, du Mistgeburt, Alter? Gut, jetzt mache ich ja alles kaputt, bringt ja nichts mehr, oder? Ah, warte mal, ich glaube, wir müssen, da muss Tageslicht rein, glaube ich. Wir müssen das mit einem Sensor verbinden. So, Petrit, ich bin jetzt durch mit dir. Die Sachen krieg ich scheinbar nicht zurück. Nee. Okay, gut. Kevin, ich würde mir gerne die OP-Rüstung leihen. Mach dir ein Angebot. Du kannst von mir jetzt meine Sachen behalten. Alles. Ja. Im Gegenzug, Petrit, baue ich dir ein richtig schönes Haus, okay? Ich will keinen deiner komischen Häuser, die du jedes Jahr auch das gleiche baust. Ich werde meinen Quittenturm bauen.
Der sieht aber nicht gut aus. Ja, noch nicht. Natürlich, der muss ja fertiggestellt werden. Patrick. Bogen, was? Beide Pickaxes, das war's. Ich geb dir Concrete, Digga, und ich werde dein Turm, das ganze Projekt nicht mehr anfassen. Und du lässt die Finger von Reefed erstmal. Erstmal. Lass die Finger von ihr. Okay. Okay, wir haben ein Deal. Ich muss die Finger von Reef lassen, aber Reef muss ja nicht die Finger von mir lassen. Und wenn, wenn sie mich möchte, dann kann ich nichts, da kann ich dann wirklich nichts dran ändern, Alter. Dankeschön, mein gutes Star. Lull, das ist ja full End-OP, Alter. Alter, Sharp, what the f*** ist da alles drauf? Danke, Patrick. Jetzt gebe ich dir dein Concrete hier. Bitteschön. Jetzt kannst du dich verpissen. Ich werde Reef heute Nacht sowas von wegflexen. Nein, es war ein Joke, So, Patrick, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stacks Concrete. Ist voll gut. Ist okay? Ja, ist okay. Chillen wir? Chillen. Guck mal, hast du gemerkt, wie ruhig ich heute geblieben bin? Ich war auch immer ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe habe ich deine Sachen einfach abgefuckt und niedergebrannt. Also dann, ich mache mich auf den Weg. Ich muss los. Wir sehen uns morgen wieder, okay? Morgen zur späten Stunde geht's in Craft Attack mal wieder rund.